Moin Freunde, heute wieder Bastelstunde. Elvis ist natürlich auch wieder mit an Bord. Wir werden dem LT heute zwei neue Keilriemen spendieren. Ich glaube, es sind zwei, werden wir dann sehen, damit er auch wieder nutzbar ist. Und wir haben neue Felgen und Reifen für den 190er bekommen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Das heutige Video entsteht in Zusammenarbeit mit eBay. Darüber freue ich mich super. Ich kaufe sowieso eigentlich immer alles an Fahrzeugteilen, also Autoteilen, Motorradteilen, Elektronik. Eigentlich alles kaufe ich immer bei eBay. Deswegen war ich super froh über die Anfrage. Man findet eigentlich immer super schnell alles an Teilen, was man sich vorstellen kann. Immer zu einem vernünftigen Preis. Die Suchmaschine ist super cool. Wenn du jetzt eingibst W201 Bremsscheibe vorne oder so, spuckt dir eigentlich immer das Richtige aus. Die Preise sind immer konkurrenzfähig. Von daher kann ich es vorbehaltlos weiterempfehlen. Wie sieht es bei dir aus, Elvis? Ja, ich kaufe auch alles in der Übergabe. Genau so, oder? Genau so sieht das. Ja, also, ich würde sagen, wir schalten gleich mal rüber zu den Felgen, oder? Ja. Weil die sind richtig wild. Filmst du? Maschallah, Freunde. Lenso BSX 17 Zoll in Schwarz, 5x112, passend 590er. Ein Satz. Wunderschöne Felgen, natürlich jetzt keine Original BBS, RS, aber das war nicht mehr so ganz im Teilebudget mit mehr drin. Und dazu die wunderbaren, hatten wir glaube ich auf deinem Mii auch, ne? Ist das der gleiche Reifen? Nexen SU1 müsste das sein, ne? Ich glaube, das ist der gleiche wie bei dir auf dem Mii. Aber Reifen ist ja eh egal. Also, guck mal, uns die Felgen direkt am Auto ankommen mit. Jetzt, da die Felgen, die draußen sowieso schmutzig sind, haben wir natürlich nochmal einen krasseren Vorher-Nachher-Vergleich. Filmen erstmal hier rauf. Da haben wir MSW 7x15 Zoll, glaube ich, mit 205er Reifen, ne? Ja. Die sind so in der Kombination auch gar nicht eingetragen, Freunde. Eieiei. Aber das Ganze hier ist mit Teilegutachten, auch mit dem passenden Reifen. Das heißt, easy einzutragen. Und soll ich es jetzt schon ranhalten, Janne? Oh, ganz wilde Aktion hier. Also da bin ich mal super gespannt, wie das nachher aussieht in Kombination. Ich würde sagen, Pia zieht gleich mal die Reifen raus und dann schauen wir, wie es aussieht. So, Pia, nee. Du brauchst gar nicht weglaufen. Kannst mal gleich herkommen und zeigen, was du gelernt hast hier. Wir haben das doch vor zwei Wochen beim Mii gemacht, gefühlt. Ja. Das habe ich auch nicht gemacht. Womit fangen wir an? Ventil anstecken. Perfekt. Jetzt erstmal schön einfetten. Nicht zu sparsam, ne? Aus dem Bums. Ah. So. Der hier, ne? Zack. Geht schön runter. Ich bin mitgerichtet, dass es nicht mitdreht. Ja. Scheiße! So top. Nee. Boah, sag mal, ist das denn scheiße ernst hier? So, krieg ich den Arm jetzt wieder hoch? Ganz gut. Nee, Elvis, Elvis, spring mal ein hier. Junge, Junge. Hast du gerade das Ding weggemacht? Ja. Und den Reifen auf die Verspannung gesetzt? Oh Mann, Mann. Eigentlich hätte er. Wir sollen hier do-it-yourself zeigen. Ja gut, ich crash. Sag mal, hier wird kein Bier getrunken. Was ist mit euch? Ich habe eine ganz gute Idee, Leute. Wir machen jetzt eine Challenge, wer am schnellsten den Reifen aufzieht, okay? Jeder ein? Doch, Pia, ja. Pia fängt an. Ja. Nee, komm, schink schon, wer anfängt. Alles klar. Oh. Zack, Elvis fängt an. Damit das nicht mal so rüberkommt, als könnten wir hier gar keinen Reifen aufziehen, ja? Als würden wir es nie lernen. So, das ist die Startposition. Die Felge eingespannt, der Reifen hier noch so drin. 3, 2, 1, let's go! Wo sind wir? 1 Minute 24. 1 Minute 24. Das wird ja locker zu schlagen sein für mich, oder? Für mich? Ja. Ich dachte für dich? Ja. Für mich nicht, ne? Für mich auf keinen Fall. Ich bin raus. So, Leute. Also, ich habe Zeit gelassen, ja, damit es auch ordentlich ist. So, aber das war schnell. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Meine Zeit beginnt in 3, 2, 1, 0. Ich würde die richtigen Reifen nehmen. Sind das die falschen? Ja.
Das sind die. Oh fuck. Sorry, Leute. Dann mach nochmal neu die Zeit. Was ist denn los? Mach schneller. Alles klar. Erstmal das Ventil abgetrennt. Ja, nochmal abziehen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht angehen. Na, das ist auf jeden Fall drauf. Das ist schon mal etwas. Jetzt stopp. 1,20. Zählt das auch ohne Ventil? Scheiße. Nee, 1,42 war eh verloren. Digga, was hab ich denn jetzt hier gemacht? Das Ventil. Bruder. Warum? Ganz dicker Ding. Warum? Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen, warum du das gemacht hast. Ja, aber wie ist es, wie? Das ist doch die viel bessere Frage. Wir machen jetzt einen Cut und dann ist alles fertig, gut. Also Leute, die Wuchtmaschine jetzt hier mal ganz professionell erklärt. Ja, das Rad wird erstmal raufgesteckt. Dann haben wir jetzt hier die passenden Daten schon eingegeben. Jetzt wird das einfach nur geschlossen. Und dann werden uns hier gleich die richtigen Werte angezeigt, was an Gewicht noch rauf muss und an welcher Stelle. Guck mal hier, fast perfekt. Shoutout an Lenzo, die gerade war auch schon gut, ne? Ja. So, jetzt einfach nur einmal so. Seht ihr diesen Pfeil? Zack, und an der Stelle müssen wir jetzt hier außen einmal 5G aufkleben. So einfach kann das sein. Das ist alles kein Problem für mich hier. Mach aus. Nee. Zeig mal, wie gut du kleben kannst. Ich hab das gleich hinter die Ohren. Also hier oben. An die 5 Gramm hätte man sich ja auch sparen können, ne? Theoretisch. Hard Life ist das hier nicht. Bam! Wer sich daran erinnern kann, die letzte Ostseefahrt, da ist uns ja der Keilriemen abgerissen und ich habe uns mal ein paar neue bestellt. Ein paar, weil ich nicht ganz genau feststellen konnte über das Internet, welcher der richtige ist. Und schlauerweise haben wir natürlich den gerissenen da liegen lassen und weggeschmissen. Das heißt, wir haben jetzt hier 3 Keilriemen. Ich google nochmal kurz und versuche herauszufinden, ob es der richtige ist. Und Leute, was wir noch haben, damit ein Riemenriss nicht schlimmere Folgen hat, kompletten Zahnriemensatz. Den werden wir allerdings nicht selber einbauen. Man kann zwar viel selber machen, aber irgendwo sollte man auch seine Grenzen kennen. Gerade als Pusher und so ein Zahnriemensatz, wo dann die Kurbelwellenmutter mit 460 Newtonmeter angezogen werden soll, da lassen wir doch lieber die Finger von. Aber den Keilriemen kriegen wir drauf. So, neuer Riemen ist drauf. Was ist, wenn er zu lose ist jetzt? Quietscht er, ne? Ha? Dann pfeift er jetzt. Guck mal. Für alle, die jetzt interessiert, wie wir das gemacht haben, denen kann ich das LT-Wiki ans Herz legen. Das ist ein großes Verzeichnis, wo es sehr viele nützliche Schraubertipps zum Selbermachen gibt. Generell finde ich immer, bei alten Autos gibt es sehr viel nützliche Lektüre. Na, also auch jetzt beim 190er, wie mache ich das selbst oder so. Gibt es eigentlich immer ein Buch zu fast jedem älteren Auto. Einfach mal schauen. Da sind richtige Schritt für Schritt, Punkt für Punkt Erklärungen drin, wie man was machen kann. Kann ich eigentlich jedem selber Schrauber bei älteren Autos ans Herz legen. Du auch, Pia, oder? Feierabend. Machen wir Feierabend jetzt. So, Elvis, eigentlich können wir noch mal hier die Stoßstangenecke lackieren, ne? Aber ist Vorarbeit, sollte man leisten, ne? Was machen wir da? Bremsenreiniger drüber. So, einmal rüber hier. Immer Vorarbeit leisten, Freunde. Einmal rüber. Und jetzt rauf mit dem Lack. Immer Vorarbeit leisten, Freunde. Den ganzen Spaß lassen wir jetzt 10 bis 20 Minuten trocknen, Freunde, damit wir es nicht draußen im Nassen gleich wieder anschrauben müssen.
Ja, und ich würde sagen, wir fahren 190 rein und schauen, wie die Felgen wirken, oder? Let's go! Ja, sieht schon mal vielversprechend aus, Leute. Das Ganze werde ich jetzt hier nochmal rablassen, morgen früh nochmal vernünftig waschen und dann euch in einem kleinen Porn präsentieren, das Ergebnis. Ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle schon mal fürs Zuschauen und natürlich bei eBay fürs Sponsern. Ich habe euch die Felgen und alles Weitere, was wir jetzt in den nächsten Videos auch noch verbauen werden, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und sonst, wenn ihr auch irgendwas braucht, eigentlich immer erste Anlaufstelle eBay. Danke auch an Elvis natürlich hier. Elvis, der Name ist okay, ne? Ja, alles gut. Ich habe extra schon gefragt, in der Stammkneipe heißt er auch schon so. Ja. Also die Community kann ich ab jetzt auch so nennen. Ja, vielleicht demnächst Vergleichsvideo mal mit deinem 124er hier, oder? Der hat ja auch den gleichen Motor drin. Ja, 2,3 Liter Vierzylinder. Genau. Und dann, ja, schauen wir einfach, Leute. Bleibt am Ball, Daumen nach oben, Abo da lassen und viel Spaß mit dem Porn. Haut rein, ciao, ciao.